Ramon Untersander, gestern 2-4 Niederlage im Game 1 im Playoff-Halbfinale gegen Biel. Was sagst du zum Start in die Halbfinalserie? Ich glaube, wir wollen nicht mehr zu viel über das reden. Das Spiel müssen wir abhaken und so schnell wie möglich vorwärts schauen auf das Spiel von morgen. Jetzt hat man in der letzten Zeit immer wieder gehört, das eine Team hat schon seit 10 Tagen Pause, die anderen Teams haben eine harte Serie in den Playoffs. Was denkst du, was hat das für einen Einfluss, einen wirklichen Einfluss auf den Spieler, die Pausen oder eben die harte Serie im Vorfeld? Ob es einen grossen Einfluss hat, weiss ich nicht. Logisch, physisch war es sicher streng, die Serie gegen Genf, aber wir haben uns auch nicht irgendwie auf andere Serien konzentriert. Wir schauen einfach für uns. Wir konzentrieren uns auf uns und schauen, dass wir in jedem Spiel 100% parat sind und alles andere müssen wir ausblenden. In den Playoffs ist es so, es gibt keine Ausreden und man muss einfach durch. Schauen wir gleich noch auf das Spiel oder auf die letzten Spiele. Da haben sich doch auch individuelle Fehler ein bisschen eingeschlichen. Kannst du das erklären? Ja, jetzt vielleicht im Nachhinein kann man schon sagen, dass vielleicht mental sehr viel Kraft gekostet hat, die letzten Spiele gegen Genf. Wie gesagt, es darf keine Ausrede sein. Wir müssen uns irgendwo fangen, wir müssen weitergehen und einfach alles Mögliche machen, dass wir morgen physisch und mental völlig erholt sind und parat sind für das Spiel. Und gleich, ihr seid 0-3 zurückgelegen und seid dann auf 2-3 hergekommen und der Ausgleich, der ist in greifbarer Nähe gestanden. Ist jetzt die Bieler Defensive so stark gewesen, undurchdringbar? Nein, glaube ich nicht. Wir haben sicher einige Chancen gehabt, um das Spiel noch auszugleichen und sie hat nicht rein wollen. Ich glaube, nach dem Start war es auch nicht unbedingt verdient gewesen, dass das Glück nachher für uns gekommen ist, dass der Böck irgendwie noch rein springt. Wir müssen weiter schauen dass wir gleich noch die Chance hatten, um das Spiel noch auszugleichen und gleich noch die Chance hatten, um das Spiel auch zu gewinnen. Spricht doch auch irgendwo für uns, trotz all diesen individuellen Fehler. Morgen das Spiel 2. Was habt ihr euch vorgenommen? Was müsst ihr unbedingt ändern? Oder was ist auch gut gewesen? Was nehmt ihr mit vom ersten Spiel? Was wir sicher ändern wollen, ist, dass wir die bösen Bären sein wollen. Das glaube ich, hat mir gestern ein bisschen gefehlt. Wir müssen sicher viel aggressiver spielen und Biel probieren zu zermürben. Unser Gesicht vom SCB zeigen, ich glaube, das ist das Wichtigste.